Wir sind wieder zurück im Tempel des Seth, nachdem wir uns eine komplette Jägerrüstung erfarmt haben. Da! Das Tor ist... Und jetzt ist das Tor offen und wir gehen auf den Pfad der Hatschepsut Richtung Ende Ägypten. Und ihr seht schon, was der epische Bogen und auch die Jägerrüstung nun mit uns gemacht hat. Wir sind wieder krass. Wir one-shotten sie wieder. So wie es sein soll. Ist das nicht nice? Das fühlt sich doch einfach auch gleich so viel geiler an. Leider keine Spurenleserrüstung. Ich bin ja wirklich der Meinung, ich habe das in episch. Ich habe das mit einer anderen Bogenschützin in episch gefunden, aber im Internet steht, bei der TQ Database Website, wo man die Loot-Chancen sehen kann, habe ich mal reingeschnuppert. Da steht alles nur legendär. Ja. Also die Chance ist in legendär relativ hoch, dass man das bekommt. Und ich weiß nicht, ob es in episch einfach nur eine verschwindend geringe Chance ist oder ob ich einfach nur unglaublich viel Pech hatte. Ich lasse es jetzt erstmal bleiben. Ich habe so viele Runs gemacht, dass ich fast dadurch ein ganzes Level abgestiegen bin. Jetzt sind wir Level 60 übrigens. Mittlerweile schon über 700 Geschicklichkeit. Ich gehe mal ein bisschen auf Stärke. Denn wir brauchen Stärke auf jeden Fall auch. Und wir gehen hier komplett hoch. Für noch ein bisschen mehr Attributspunkte. Warum nicht? Ich würde jedenfalls sagen, dass das komplette Jägerset auch schon ausreichend für uns ist. Wir haben dadurch mehr Rüstung und wesentlich mehr Durchschlagschaden und auch plus auf alle Fähigkeiten der Jagdmeisterschaft dazu gewonnen, deswegen passt das. Schaut euch mal an, wie wir die jetzt wieder zerknallen. Ja. Das ist jetzt wieder fast so wie normal, würde ich schon sagen. Deswegen ist das nice, auf jeden Fall. Dann passt das erstmal so. Und in Legendär werden wir dann aber spätestens, wenn wir bis Legendär noch nicht die Spuren dieser Rüstung gefunden haben, dann werden wir aber definitiv hier in Legendär bei dem Tekken so lange farmen, bis wir die komplette Spurenleserrüstung vollständig haben, weil dann findet man sie dann auch, glaube ich, einfacher. Ich glaube, bestimmte Sets kann man auch nur im Legendär finden, aber ich war der Meinung, ich habe die Spuren dieser Kapuze in Episch auch gefunden. Deswegen dachte ich so, das geht auch, aber scheinbar doch nicht. Oder die Chance ist einfach nur so gering und ich hatte da einfach übelst krass Glück. Und im Normalfall findet man es aber nicht. Naja, nicht so schlimm. Wir haben dieses komplette Set des Jägers ja jetzt und dadurch auch sehr viele zusätzlichen Durchschlagschaden. Und dann passt das ja auch. Nur Tränke habe ich ganz schön viele, vor allem Gesundheitstränke beim Farmen von den Gegnern, beziehungsweise von den Terkinen. Da habe ich sehr viele Gesundheitstränke im Minus gemacht. Da muss ich mal gucken. Ach ja, und des Weiteren ist das hier die 100. Folge. Lol. Ich habe es nicht dementsprechend moderiert. Eigentlich wollte ich was richtig, richtig Krankes machen und sagen so, ah, willkommen zur 100. Folge Titan Quest. Naja, dann mache ich es halt jetzt. Willkommen zur 100. Folge Titan Quest. Wir sind dreistellig. Und das ist also doch eine besondere Folge geworden, weil es die erste Folge ist, in der wir wieder mit einem richtig krassen Equipment spielen. Dann ist es ja doch immerhin etwas. So, kommt raus. Seid ihr jetzt kein Problem mehr für mich, ihr komischen Sandspüke, Spuks, was auch immer. Oh, Verlangsamung ätzt ein bisschen. Alter, wie lange bin ich eigentlich noch verlangsamt? Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Digga, deren Scheißverlangsamung. Die Laufgeschwindigkeit ist nicht mehr auf dem Maximum, sehe ich gerade. Und das liegt jetzt nicht an den Gegnern, sondern einfach... Hatten wir mehr Laufgeschwindigkeit auf den anderen Schuhen, bevor wir die Beinschienen des Jägers hier uns geholt haben? Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Ist ja fast das Maximum. Die paar Prozent sind irrelevant. Im Vergleich zu dem Schaden, den wir dadurch gewonnen haben. Also wir sind jetzt auf jeden Fall über unser Ziel mit 1000 DPS... weit hinausgeschossen. Und das ist das Wichtige. Und das war ja auch so mein Ziel, über 1000 DPS kommen. Spurenleserrüstung war so ein Wunsch, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht.
Des Weiteren fällt mir gerade mal so nebenbei auf, dass ich ja eigentlich im letzten Part gesagt hatte, ich sag euch Bescheid. Für diejenigen, die abschalten wollen und nicht dem Farming-Sessions zusehen wollen. Habe ich aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Aber na gut, ihr seid ja nicht blöd. Ihr werdet dann schon feststellen, wann das Farming beginnt. Ansonsten müsst ihr euch wohl das ganze Video leider angucken. Tja, blöd gelaufen. So, ich muss mal gucken. Ich habe tatsächlich gar nicht so krass viel Zeit heute jetzt. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Ich meine, das sollten wir in einer halben Stunde hier packen. Ja. Das ist jetzt nur noch dieses kleine Stück hier bis in den dritten Akt. Dann muss ich aber tatsächlich los. So gefällt mir das doch schon wieder wesentlich besser. Tankige Gegner sind Two-Hit, alle anderen sind One-Hit. So ist das richtig. Allerdings glaube ich auch, dass wir jetzt für längere Zeit erstmal kein krasseres Equipment finden werden. Also keins, was jetzt noch besser ist als das hier. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ist das eine besondere Rüstung da? Ja, in irgendeinem Sinne auf jeden Fall schon. Ach, und mir fällt auch gerade mal auf. Schaut euch mal das Inventar an. Das ist vom Farming noch total zugemüllt und zugekleistert. Ich glaube, ein paar von den Sachen verkaufe ich auch einfach mal wieder. Ich brauche gar nicht so viele Sachen in meinen anderen Lagercharakteren. Der Brunnen sollte sich aber aktivieren. Das wäre schön, danke. Willkommen, Tempel des Hatschepsut. Willkommen zurück in meinem Part. Da ist er ja schon wieder. Lange ist fair. Aber wobei, es hält sich in Grenzen. Oh, mit der Kampfmarkierung 2500 DPS. Dann nutzen wir die doch mal so gut es geht aus. Bam, Digga, jetzt fallen sie alle wieder. Das ist doch ein schöner 100. Part. So, dann spielen wir episch so hier durch und legendär dann mit Spurenleserrüstung. Hört sich das nach dem Deal an? Das hört sich nach dem Deal an. Sehr, sehr gut. Dann sind wir uns da ja einig. Was natürlich auch geil gewesen wäre, wäre dieses andere Artefakt noch gewesen, wo was uns nochmal plus 10% mehr Durchschlagschaden gegeben hat und sowas und noch ein paar andere Sachen, glaube ich, die auch nochmal Schaden machen. Aber gut, okay, du kannst halt auch einfach mal nicht alles haben, ne? Dafür habe ich drei andere Artefakte gebraucht, die ich alle noch nicht gemacht habe, also wäre nichts geworden. Das wäre wahrscheinlich viel zu viel Aufwand gewesen, da jetzt erst alle Essenzen für die ganzen Artefakte noch zu. Ich weiß gar nicht, ob ich alle von diesen Artefakten überhaupt im Besitz habe momentan. Zorn des Behüters. Oh. Nochmal plus 1 auf... Ich habe schon viele Druiden-Sachen jetzt mittlerweile gefunden, die plus auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft geben. Die will ich mir schon weglegen. Weil du bist ja mit plus 3 oder so auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft in der Lage, 3 Wölfe zu beschwören. Und einmal wollte ich auch so ein Bild machen, der wirklich voll auf Helfer geht. Also, only Wölfe quasi. Wölfe und die Nymphe da, die Bogenschützen, die man sich in der Natur noch holen kann. Also einer, der in Natur wirklich auf die Helfer geht. Und dann vielleicht sogar noch Kriegskunstmeisterschaft, der dann selber auch noch gut austeilt. In Kombination mit der Heilung aus Natur. Das ist, glaube ich, ein Bild, das könnte sogar noch wirklich Spaß machen. Und da ist das Ding auf jeden Fall Gold wert. Eigentlich bräuchte ich 2 davon. Und dann habe ich hier halt irgendwo, genau, Druidenweste mit nochmal plus 1 auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Dann hier habe ich mit plus 2 auf Eichenherz. Also wenn man da genug auf plus alle Fähigkeiten der Naturmeister, dann kann die Naturmeisterschaft sehr, sehr krass sein. Mit 3 Wölfen, das ist übel.
Wenn die dann noch voll geboostet werden durch Auren und so weiter. Das würde ich gerne auch nochmal irgendwann ausprobieren. Ich meine, das dauert zwar noch, aber ich kann mir das ja schon mal, die Items schon mal zurechtlegen, dass ich dann nicht farmen muss, wenn ich Bock auf den Charakter habe. Und die werde ich nicht verkaufen, die Items. Ja, easy. Jetzt müssten wir ja eigentlich bald schon da sein. Dann wird der 100. Part vielleicht gar nicht mal so ein krass langer Part, aber egal. Wir verlassen Ägypten, gehen Richtung Orient in Episch. Stärker als jemals zuvor. Das passt schon. Das hat schon was. Ich knall das Auge rein. Ja, wenn ich da fertig bin, dann gehe ich auf jeden Fall auf das Auge und auf den Jagdruf noch mehr. Wie viel haben wir jetzt eigentlich auf... Okay, Stolzes Pfeil ist nur einer mehr leider. Aber Salve ist dafür 9 von 6. Ich meine, gut, die Statuen, die sind natürlich immer noch krass tanky. Ich habe auch das Gefühl, die kriegen von Durchschlagschaden nicht so viel Schaden wie... andere, gewisse andere Monster von Durchschlagschaden kriegen. Trotzdem ist der Unterschied zu spüren. Gott, die in legendär, Alter. Na, viel Spaß. Wünsche ich mir selber dabei, gegen die in legendär zu fighten. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja auch trotzdem schon besseres Equipment. Ich weiß ja nicht, wir werden im Hades mit Sicherheit auch noch viele Sachen finden. Da wird aber auch ein bisschen was für uns dabei sein, oder was? Oder nicht. Ich hoffe es erstmal zumindest. Und wir haben Typhon auch noch. Gut, hier müsste es dann schon sein. Hier müsste eigentlich der Raum jetzt gleich schon sein. Hier kommt jetzt noch so ein Vorraum, glaube ich. Genau, der hier nämlich. Mit Sandspuken. Eine gute Sache haben Sandspuke, aber wir können ihm Energie absaugen. Nervig sind sie natürlich trotz dessen. Das ändert gar nichts. Die Spektralmaterie brauchen wir jetzt eigentlich nicht so unbedingt, glaube ich. Notfalls kann ich auch nochmal herkommen und nochmal neue Farben. Hier scheint ein sehr guter Ort dafür zu sein. Tempel des Hatshepsut und Umgebung, da sind sehr viele Sandspuke. Sogar der Boss ist ja hier einer. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir den besiegen. Boah, sind das viele. Okay, aber wir kriegen sie gut down. Wir machen ihnen gut Damage. Alter, stellt euch mal vor, mit dem alten Equip hier die Typen down machen. Geht ja gar nicht. Jagdruf wirkt auch immer noch, dadurch, dass wir den schon so hoch geskillt haben. Geil, jetzt haben wir sie gleich alle. Okay, das ging wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Das ist ja voll in Ordnung gewesen. Auf nach Babylon. Gärten von Babylon. Bei Inanna! Bei Inanna! Was gibt es? Was gibt es? Nicht viel. Das könnte man noch behalten, das könnte man noch behalten. Den könnt ihr vielleicht auch noch behalten. Das hier waren auch alles geile Sachen, oder? Ja, die werde ich erstmal alle behalten hier.
Das kann aber weg. Ja, das kann aber weg. Das war's erstmal mit dem, was weg kann. Rest werde ich dann bei Gelegenheit auch mal wegpacken. Viel Glück. Gut, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Es geht das nächste Mal hier wieder in den wunderschönen Gärten von Babylon weiter. Haut da rein, Leute. Bis dahin und ciao.